Tanja Goyni wurde an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg in praktischer Theologie promoviert, war Mitarbeiterin und ist nun Habilitationsstipendiatin am Lehrstuhl für praktische Theologie, auch in Erlangen-Nürnberg, und zwar mit einem religionspädagogischen Habilitationsprojekt über Schulgottesdienste. Sie ist heute aber hier wegen eines Sammelbands über Selfies, den sie mit herausgegeben hat und der im letzten Jahr erschienen ist. Beim Posten wie Liken von Selfies und in der gesellschaftlichen Debatte darüber, heißt es im Klappentext, brechen sich zentrale anthropologisch-ethische Fragestellungen Bahn. Ein paar dieser Fragen wird Tanja Goyni sicher gleich ansprechen. Der Vortragstitel lautet »Mir gegenüber, vor aller Augen«, Selfies als Zugang zu anthropologischen und ethischen Fragestellungen. Ich übergebe das Wort gleich. Ja. Meine Ausführungen werden sich gliedern in vier Punkte, gleich zum ersten Aspekt. Selfie-Phänomen und Begriff. Ist richtig eingestellt? Selfies sind in, Selfies sind in, Selfies sind out. Selfies machen Spaß, Selfies nerven. Selfies sind Akte der Emanzipation. Selfies spiegeln narzisstische Selbstverliebtheit. Egal, wie man zu ihnen steht, den digitalen Selbstinszenierungen ist kaum zu entkommen. Die Formatierung hat es offensichtlich zerschossen, aber muss jetzt auch so gehen. Angesichts der Verbreitung von Selfies erstaunt ist, dass der Begriff gerade mal 15 Jahre alt ist. Es wird diskutiert, inwiefern Selfies tatsächlich ein neues Phänomen darstellen. Die Ähnlichkeit von Selfies mit fotografischen Selbstporträts oder auch mit Porträts in der bildenden Kunst sind ja nicht zu übersehen. Insgesamt zeichnet sich aber als Konsens ab, dass Selfies ein sogenanntes eigenes visuelles Genre darstellen. Nach Ulla Autenried zeichnen sich Selfies durch folgende Merkmale aus. Beim Selfie ist es so, dass sie selbst vom Abgebildeten aufgenommen werden und dass man das im Bild dann auch sieht, etwa durch den ausgestreckten Arm oder durch einen Spiegel, der im Bild zu sehen ist. Dann, dass das Bild anschließend über Social Media verbreitet wird, dass sie also als Kommunikationsmittel auch dienen und dass sie hauptsächlich für den jeweiligen Moment gemacht werden. Meine These ist nun, dass das Selfie-Phänomen auch von religionspädagogischer Relevanz ist, weil die umfassende Wahrnehmung der Wirklichkeit Heranwachsender eine wesentliche Aufgabe von Religionspädagogik darstellt, kommt sie nicht umhin, auch Selfies zur Kenntnis zu nehmen. Empirische Erhebungen zeigen, dass Jugendliche Selfies in großer Zahl posten. Laut einer österreichischen Studie von 2014 posten 57% der 14- bis 29-Jährigen Selfies. Nach der Studie Jugendinformation Multimedia von 2015 machen 27% der Jugendlichen täglich Fotos, 27% mehrmals die Woche, davon sicherlich auch ganz viele Selfies. Selfies sind für die visuelle Kommunikation von Jugendlichen im Netz von herausgehobener Bedeutung. Sie dienen eben nicht nur dem Informationsaustausch, sondern eben auch der Identitätsarbeit sowie der Aushandlung von Beziehungen unter Gleichaltrigen. Dies genauer wahrzunehmen, hilft Heranwachsende besser zu verstehen. Ferner bieten Selfies im Rahmen einer subjekt- und lebensweltorientierten Religionsdidaktik Zugangsmöglichkeiten zu anthropologischen und ethischen Fragestellungen und dem Aufweis dessen, dass beide Aspekte immer zueinander gehören und sich nicht trennen lassen. Nächster Punkt. Mir gegenüber vor aller Augen. Selfies als besondere Spiegelsituation. Nicht nur in Kunstausstellungen erscheinen Selfies in einem ganz engen Zusammenhang mit der Identitätsfrage. Denn Selfies zeigen, wie sich Menschen selbst gegenübertreten. In diesem Sinne können sie verstanden werden, in gewisser Weise als besondere Spiegelsituationen. Der Mensch als ein Spiegelwesen kann Abstand von sich nehmen und kann zugleich Subjekt und Objekt des Erkennens sein.
Spiegel gelten wie Fotos als Werkzeuge der Hermeneutik, denn in ihnen ist das Dargestellte immer in einer ganz bestimmten Weise präsent. Nur ein Wirklichkeitsausschnitt ist sichtbar, dieser wird durch eine Rahmung zu einem Bild, die Perspektive des Betrachters bzw. des Aufnehmens ist entscheidend und auch die Belichtung oder die Beleuchtung. Beim Spiegel gibt es so kleine Brechungen und Verzerrungen, die zeigen, dass die gespiegelte Wirklichkeit nicht einfach deckungsgleich ist mit dem, was vor bzw. hinter dem Spiegel zu sehen ist. Und in der Fotografie wird bisweilen mit besonderen Stilmitteln darauf aufmerksam gemacht, dass die Wirklichkeit immer gedeutet ist. Dennoch, auch wenn jede theoretische Auseinandersetzung mit Spiegeln und mit Fotos immer wieder betont, dass die Wirklichkeit nicht einfach eins zu eins wiedergegeben wird, so gehört doch zu beiden Medien immer, auch heute noch, der Anspruch, dass die Wirklichkeit in gewisser Weise wiedergespiegelt wird. Also obwohl jeder weiß, dass Fotos ganz leicht manipulierbar sind, bleibt doch das Wirklichkeitsversprechen von Fotos bestehen. Anders als dem Spiegelbild ist Selfies, wie allen Fotos übrigens, eine zeitliche Differenz inhärent. Selbst soeben geschossene digitale Fotos im Smartphone zeigen eben Vergangenheit. Gleichzeitig ist Fotografie nicht zu denken ohne Zukunfts- und Erinnerungsdimensionen. In der philosophischen Auseinandersetzung mit Fotografie spielt nicht umsonst der Aspekt des Memento Mori eine ganz herausragende Rolle. Auch Selfies bergen eine zeitliche Differenz, auch wenn intentional es eben meist nicht um die Erinnerung geht, sondern eben um den Moment, für den sie gemacht werden. Trotz massenhafter Bildproduktion stellen Selfies vor die Frage der Auswahl. Und zwar schon bei der Produktion, dann aber natürlich auch bei der Archivierung, welche hebe ich auf, und der Verbreitung. Die Bildauswahl ist dabei immer auch Teil einer privaten oder soziokulturellen Erinnerungspolitik. Und die ist deshalb nicht zuletzt deshalb so wichtig, weil Fotos von einem bleiben, wenn man selbst schon längst gestorben ist. Fast alle Aufnahmen von Personen haben das Ziel, diese gut zu präsentieren. Zum Beispiel bei Bewerbungen, bei Dating-Plattformen, haben wir ja gerade gesehen, oder das Familienalbum. Insbesondere bei Selfies spielt dabei das Posen natürlich eine entscheidende Rolle. Den Blick in den Spiegel empfinden die meisten Menschen in gewisser Weise als intime Situation. Er ändert sich immer, kennen Sie alle aus der öffentlichen Toilette, wenn man beobachtet wird. Dies gilt auch für das Fotografieren. Die Anwesenheit von Kamera und Fotografen ändern Bewusstsein und auch das Verhalten dessen, der aufgenommen wird. Insofern stellen natürlich Selfies eine Besonderheit dar. Einerseits ermöglichen sie eine absolut private, intime Aufnahmesituation. Gleichzeitig ergibt sich eine Ausweitung und auch Anonymisierung des Publikums privater Fotografie. Und damit natürlich auch die Notwendigkeit ganz bewusster Inszenierung. Damit komme ich zum dritten Punkt, Selfies als Zugang zu anthropologischen Fragestellungen. Wie bereits erwähnt, gehe ich davon aus, dass aufgrund der dargestellten Charakteristika von Selfies diese einen ertragreichen Zugang bieten zu wichtigen, eben auch religionspädagogisch relevanten anthropologischen wie ethischen Fragestellungen. Weil Selfies zum Teil wie Spiegel fungieren, regen sie an, über die eigene Körperwahrnehmung nachzudenken. Sie zeigen, dass diese stark beeinflusst ist von gesellschaftlichen Normen, etwa einem auch auf das Aussehen bezogene Perfektionsstreben oder auch von geschlechtsspezifischen Erwartungen. Von theologischer Seite wird etwa von Ingo Reuter oder auch von Johanna Haberer davon gesprochen, dass die Öffentlichkeit des Social Web zu einem modernen, jüngsten Gericht geworden sei, vor dem das Individuum zu beweisen hat, dass sein Leben schön, gut und richtig ist. Andererseits werden auch Selfies gepostet, die anerkannten Schönheitsvorstellungen widersprechen und in gewisser Weise deshalb auch als emanzipatorisch gelten können, zum Beispiel Selfies mit dem Hashtag Curvy. Die Spiegelfunktion von Selfies kann auch Anlass zu grundsätzlicheren Fragen sein, zum Verhältnis von Körper und Identität. Also zum Beispiel, wäre ich anders, wenn ich anders aussehen würde? Was verrät mein Körper über mich? Was verbirgt er vielleicht auch? Selfies präsentieren meist nur einen Ausschnitt einer der eigenen Person.
Darüber hinaus gibt es ganze Selfie-Typen, die das sozusagen zum Prinzip machen und nur einzelne Körperteile ablichten. Die sogenannten Belfies und Fuzzis und wie sie alle heißen. Selfies präsentieren insofern immer nur Fragmente einer Persönlichkeit und können und wollen diese auch nicht in ihren sämtlichen Facetten erfassen. Als Fragmente weisen sie aber doch hinaus, über sich hinaus auf die Person, von der sie eben nur einen bestimmten Aspekt, beziehungsweise eine bestimmte Pose, beziehungsweise einen bestimmten Gesichtsausdruck ablichten. Damit spiegeln sie den Fragmentcharakter menschlicher Identität, der gerade aus christlicher Perspektive immer wieder sehr betont wird, etwa von Henning Luther. Soziale Netzwerke gelten als Experimentier- und Spielräume für Jugendliche. Und zwar zum Erkunden der eigenen Identität und zum Ausprobieren unterschiedlicher Rollen. Diese Lust am Spiel mit Rollenbildern und unterschiedlichen Facetten des eigenen Selbst zeigen auch viele Selfies. Dies lässt gleichzeitig danach fragen, unter welchen Umständen vielleicht Selfies ihren Charakter als Ermöglichungs- und Spielraum für die Identitätsarbeit Jugendlicher auch verlieren können und wie man diesen gegebenenfalls auch wiedergewinnen könnte. Es lohnt sich, meines Erachtens Selfies auch aus bildtheologischer Sicht einmal zu betrachten. Nach Michael Bauer ist das biblische Bilderverbot durchaus im Netz auch verankert. Dabei zeigt sich bei Selfies einerseits eine Dialektik von sich zeigen und sich verbergen. Jede Sichtbarmachung ist stets auch mit Praktiken des Unsichtbarmachens verbunden. Also denken Sie an die ganzen Profilbilder mit Sonnenbrillen und Verkleidungen aller Sorten. Andererseits wird das Bilderverbot aber gerade auch durch eine Steigerung der Bildproduktion eingelöst, so zumindest die These von Bauer. Gerade dadurch, dass Selfies massenhaft produziert werden, erfolgt eben keine Festlegung auf eine Facette der Persönlichkeit. Selbst wenn dabei immer wieder auch durchaus stereotype Bildmuster verwendet werden. Also nach dem Motto, die Masse der Bilder bricht nun gerade die Macht des einen Bildes, das festschreibt. Die Frage einer Jugendlichen, wie man mehr Likes für sein Profilbild bekommt, zeigt, dass sich Identität eben nicht isoliert entwickelt. Wie Autenried zeigt, hat das Posten und Liken von Selfies und Bildern in der Kommunikation zwischen Jugendlichen für die Beziehungsarbeit eine ganz große Rolle, Bedeutung. Dies kann anschlussfähig sein für ein Nachdenken über den Zusammenhang von Identität und Sozialität, die Notwendigkeit des Inszenierens und des Agierens in Rollen, dem Wunsch nach Authentizität auf der einen Seite und nach Aufmerksamkeit auf der anderen Seite, den Strategien des Ichs, sich zu zeigen und sich aber auch zu verbergen und über die Sehnsucht danach angeschaut bzw. geliked zu werden. Dass Identität auch sozial bestimmt ist, zeigt sich nicht zuletzt durch genderspezifische Selfie-Posen. Insofern bieten entsprechende Selfies auch einen guten Zugang zur Genderfrage, zum Beispiel im Religionsunterricht. Überdies stellt sich bei einer Auseinandersetzung mit dem Selfie-Phänomen auch die Frage, warum es überhaupt für viele Menschen so wichtig ist, sich im Netz bildlich zu präsentieren und dort positiv wahrgenommen zu werden. Dieser Wunsch kann mit der Frage in Zusammenhang gebracht werden, inwiefern es zum Menschsein gehört, im Angesicht von anderen zu leben. Damit kann das Selfie-Phänomen nicht zuletzt plausibilisieren, was mit der theologischen Aussage der Ebenbildlichkeit Gottes gemeint ist. Eben, dass der Mensch durch und durch Beziehungswesen ist und nicht nur allein aus seiner Identität lebt. Selfies werfen auch die Frage nach der eigenen Handlungsfreiheit auf. Studien belegen, dass sich Jugendliche beim Fotografieren an ästhetische Muster anlehnen, die sie aus kommerziellen Medien kennen. Also so dass oft zum Beispiel in diesen Selfies von Jugendlichen keine Selbst-, sondern letztlich doch eigentlich wieder Fremdbilder verwirklicht werden. Das heißt, aus ideologiekritischer Perspektive kann man darauf hinweisen, dass das Bildhandeln Jugendlicher in gewisser Weise schon auch ein Einfallstor für den Markt und dessen entsprechendes Menschen- und Gesellschaftsbild sein kann, insbesondere für die dort propagierte Erfolgskultur, bei der vor allem der schöne, gesunde, erfolgreiche Mensch zählt, der im Kampf um Aufmerksamkeit als Sieger hervorgeht. Zu meinem letzten Punkt, Selfies als Zugang zu ethischen Fragestellungen. Werden Selfies
unter ethischen Gesichtspunkten betrachtet, wird vor allem in journalistischen Beiträgen meist die Frage thematisiert, inwiefern diese Ausdruck von Narzissmus sei. Und oft mit einem sehr kulturpessimistischen Unterton dabei. In religionspädagogischen Zusammenhängen ist es meines Erachtens wesentlich ergiebiger, andere ethische Implikationen in den Vordergrund zu rücken. Ergiebig ist meines Erachtens insbesondere die Frage, welche Vorstellungen von einem glücklichen Leben sich in diesen Selfies zeigt. Dies ist meines Erachtens gerade in Hinsicht auch auf ethische Bildung relevant, denn diese sollte nicht von eher alltagsfernen ethischen Dilemmasituationen ausgehen, sondern eher sozusagen von diesem normalen Grundstreben des Menschen nach Glück. Die meisten Selfies folgen, wie Inge Reuter zu Recht bemerkt hat, im Happy-Life-Konzept. Sie lassen also das eigene Leben als schön, spannend und erfüllt erscheinen. Dies passt dazu, dass sie dem Identitäts- und Image-Management dienen. Auch wenn Selfies insofern nicht das gesamte Leben abbilden, können sie aber doch eben Auskunft darüber geben, was jungen Menschen wichtig ist in ihrem Leben. Autenried weist darauf hin, dass sich bei der jugendlichen Selbstdarstellung im Netz Inszenierung und Authentizität nicht einander widersprechen, sondern in gewisser Weise ergänzen. Auch wenn es bei Selfies damit nicht um die Alternative von Wahrheit und Lüge geht, erscheint die Frage danach hier doch in einem alltagsethischen Gewand. Dabei kommen das Fotografieren selbst, also Auswahl des Motivs, Auswahl der Perspektive, Inszenierung, das Stellen von Fotos, aber auch die technische Nachbearbeitung sowie die möglichen Verfälschungen durch den Begleittext in den Blick. Die Frage, wie weit man sein Äußeres im Selfie optimieren kann, ohne dabei seine Identität zu verraten, muss nicht von außen an Jugendliche herangetragen werden. Sie fragen selbst danach, wie sich Authentizität und optimale Selbstdarstellung miteinander in Einklang bringen lassen. Hier so ein Beispiel aus einem Beratungsforum. Ein Beispiel für den ganz engen Zusammenhang von Anthropologie und Ethik ist die Frage nach dem Umgang mit Nacktselfies. So deutet etwa der Theologe Klaas Heusing das Exzessive der Nudis als Überfluss von Energien des Menschlichen, die sich verschwenden dürfen und daher das Korsett der bürgerlichen Sphäre um die Selbsterhaltung aufschneiden. Seine These ist, Nacktfotos seien Empörungsangebote gegen die Tugendpolizei im Netz. Und wer Nudis poste, rechne mit einem Shitstorm. Das sei eine bewusste Ordnungsverstörung, so zu handeln. Und diesen deutet er als Prozess willentlicher Entschämung. Und genau darin sieht er einen Freiheitsgewinn. Problematisch wäre dies erst dann, wenn Menschen sich allgemein unempfindlich machen und schamlos werden. Insofern sei eine Schulung der eigenen Empfindsamkeit von besonderer Bedeutung. Und dies ist meines Erachtens dann auch wieder medienpädagogisch relevant. Pädagogen, das ist dann hier noch ein weiterer Aspekt, müssen reflektieren, welche Menschen- und Rollenbilder sie durch ihre Medienpädagogik vermitteln, eben auch wenn sie Selfies thematisieren. Dies gilt zum Beispiel auch im Hinblick auf die Thematisierung von Sexting, also dem privaten Versenden von Selfies, in denen der eigene Körper erotisch inszeniert wird. Mädchen, die einvernehmliches Sexting betreiben und zum Opfer von Fotomissbrauch werden, wird mich häufig selbst dafür die Schuld zugeschoben. Da muss man eben kritisch reflektieren. Was ist das eigentlich für ein Mädchen- und Menschenbild, was dahinter steckt? Letzter Aspekt, Regeln für ein gutes Miteinander. Im Netz herrschen auch im Hinblick auf Selfies allgemein anerkannte Regeln. Etwa, dass auf Friedhöfen oder auf Gedenkstätten keine Selfies produziert werden sollten, und dass man sich nicht mit notleidenden Menschen ablichtet. Selfie-Moral und Selfie-Regeln werden zum Teil auch in Regularien festgeschrieben, entweder bei Instagram, sie werden aber auch von den Nutzern von Social-Network-Sites selbst ausgehandelt. Zu den impliziten Regeln, die die visuelle Kommunikation prägen, gehören auch Übernahme ästhetischer Muster aus der Werbung oder eines marktkonformen Menschenbildes. Das hatte ich vorhin ja schon erwähnt. Meines Erachtens ist es sinnvoll, sowohl über explizite Regeln als auch über implizite Normen mit den Heranwachsenden ins Gespräch zu kommen. Als Anforderungssituation eignen sich auch hierfür wieder Handlungen, über die es bereits im Netz ethische Auseinandersetzungen durch Jugendliche gibt. Ja, soweit meine kurzen Ausführungen zum Thema. Wenn Sie mehr wissen wollen, so viel Werbung sei erlaubt, hier werden Sie weiterfindig. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.